Snakes could not have caused that tremor. Schlangen können dieses Beben nicht verursacht haben. We felt the quakes even before the serpent showed up. Ikera, wir spürten diese Beben bereits bevor die Schlangen auftauchten. Ikeno nickt und wischt etwas Staub von dem Dachsparren von seiner Schulter. Warum greifen sie die Gilde an? With great purpose, they throw their bodies back to Rikuhu's bowels. Ich weiß es nicht. Mit großer Entschlossenheit werfen sie ihre Körper zurück in die Gedärme von Rikuhu. I say, this is personal. They strike with anger, not conviction. Ich sage, es ist etwas Persönliches. Sie schlagen mit Wut, nicht mit Überzeugung. Er dreht seinen Arm und betrachtet eine kleine Wunde. Warum hast du keine Hilfe von der Königin gerufen? We are water shapers. Onikaza knows we can walk over a few snakes. Wir sind Wasserformer. Onikaza weiß, dass wir über ein paar Schlangen laufen können. Mairu, though. I say she would not turn down reinforcements. Aber ich glaube, Mairu würde eine Verstärkung nicht ablehnen. Er betrachtet dich von oben bis unten und nickt, als ihm die Idee kommt. Was verursacht dieses Beben? Not snakes, I say. Nicht Schlangen, sage ich. Ikeno runzelt die Stirn und kratzt sich am Hinterkopf. Unless they brought a battering ram. Es sei denn, sie haben einen Rambock mitgebracht. Wo hauen sie dann dagegen? Gegen eine Wand? Ja, ich hoffe, Mairu lässt mir welche übrig. I say you will have to run fast. She could cut through Naga like a harpoon through blubber. Ha, da wirst du wohl schnell rennen müssen. Sie schneidet durch die Naga wie eine Harpune durch Walspeck. I will remain and dispatch any snakes who slither past you. Good hunting. Ich bleibe hier und erledige jede Schlange, die sich an dir vorbeischlängelt. Gute Jagd. Ja. Genmeisterin Mairu führt einen Gegenangriff gegen den Naga ein vor dem Heiligtum unterhalb der Wasserformer-Gilde an. Naga haben die Gildenhalle angegriffen und das Erdgeschoss mit Leichen gepflastert. Mairu ist jedoch nicht unter den Toten. Sie benötigt vielleicht Hilfe, um mit ihren Streitkräften diesen Angriff standzuhalten. Ja. Die sind also schon seit Monaten damit oder seit Wochen damit beschäftigt, die Naga zurückzuhalten, weil so lange habe ich diesen Auftrag ja schon. Ja, das Spiel ist halt manchmal sehr nett, was Verzögerungen und so angeht. Steintor. Indeed. Ist das Steintor jetzt offen? Nein, aber da ist Pyrit. Diese Tür ist fest verriegelt. Ein paar Eingriffssymbole stechen aus anderen Einrichtungen und den Schriften hervor. Abgesehen davon findest du keine offensichtlichen Mittel, den Weg zu öffnen. Die Inschrift lesen. Ruhen der Huana zieren den Steineingang. Ingati hätte ihren Auserwählten kein wässriges Bündnis gewährt, wenn sie seiner nicht fortdauernd würdig wären. Dieses Heiligtum ist ein Bündnis, das wir aus eigener Kraft geschlossen haben. Nur das Bundessiegel und die Worte meiner Hingabe werden den Weg freigeben. Periki, Meisterin der Gilde. Gegen die Tür drücken. Die Tür beharrt darauf, geschlossen zu bleiben. Kein Drücken, egal wie fest wir dies ändern. Gegen die Tür schlagen. Du rammst deine Faust mit aller Kraft gegen die Tür, was dir blutige Knöchel einbringt. Jemand kichert, du wirfst einen strengen Blick über deine Schulter und das Lachen aus deiner Gruppe verstummt abrupt. Ja, gut. Oh, hi, Naga. It makes no difference. Hallo, die da drüben sind voll im Feuerball Reichweite. Stand together. I'll be more than offhand. Oh, da kommt unsere Skelettunterstützung von Tekeo. What?
Obsidianplättchen, Reptilblut, wieder Schwerter zu verkaufen. Ach, a curse on all snakes. Ja, verflucht seien alle Schlangen. Die Gemmeister blickt auf, um dir in die Augen zu sehen, doch ihre Augen haben Schwierigkeiten damit, sich zu fokussieren. Sie hat mehrfache Schnitt- und Stichwunden. Ihre Gewände sind rot getränkt von Blut. Mairo, bei den Göttern sieh nur, was sie dir angetan haben. Tikeo hält sich den Mund mit beiden Händen so, während er ihre Wunden begutachtet. Friede, Tikeo, ich habe alles, was ich nahm, zehnfach zurückgezahlt. So viele, sogar für mich. Sie spuckt einen Mund voll Blut aus, aber schafft es trotzdem noch, sich ein rot umrahmtes Lächeln abzukämpfen. Ja, wir müssen dich hier rausbringen. Ich packe schon, gib wichtigere Dinge. Sie hält eine Wunde, die quer über ihren Bauch läuft und wimmert. Du bist zu stumm, hier zu sterben, du alter Hai. Seine Stimme zittert, als ein neuerlicher Schwall Blut zwischen Mairos Fingern hervorquillt. Just listen. Tikeo, hör doch einmal einfach nur zu. Sie erhebt eine ruhige Hand, um eine zitternde zu schließen. The rod of the deep. I've lost it. Taken. You'll need to... Der Stab der Tiefe. Ich habe ihn verloren, geraubt. Du musst, Mairo hustet Blut. Mit jedem Wort, das sie sich aufzwingt, wird ihr Atem fortschreiten kürzer. Find the rod. Get through the stone door. By the entrance. Finde den Stab, geh durch die Steintür am Eingang. Hör auf, die Hand zu stellen, sonst verblutest du. Denkst du etwa, ich wüsste nicht, wie viel Wasser ich verloren habe? Sie schneidet ein Gesicht, die Farbe weicht aus ihrem Gesicht. Wards, failing. Hurry, before it escapes. Die Schutzzauber versagen, schnell, bevor es entkommt. Mairos Augen werden schwer, während ihre Konzentration schwindet. Schutzzauber, ich habe keinen Schutzzauber gesehen. Pitied Isengarti, Lady of Lament, as the pearl orb of the heavens. Hab Mitleid mit Ingarti, Dame der Wehklage, so wie die perlende Himmelskugel. Sie keucht mit jedem Wort, das sie versucht herauszubekommen. Es hört sich nicht einmal mehr so an, als spräche sie mit dir. Die Augen der Gildenmeisterin werden leblos, sie verfällt in Still. Mairo? Mairo, Tikeo fasst ihre Schulter und schüttelt sie erst sanfter und stärker. Schließlich hört er auf. Er lässt von ihr ab und hebt seine Hände, um sich an die Stirn zu fassen. She's dead. Bei Ingarti, sie ist tot. Seltsame letzte Worte. Wir wissen noch immer nicht, warum dies passiert. Gehen wir. Wir können nichts mehr für sie tun. Nehmen wir zwei. Mairo sagte, wir sollen einen Stab suchen und eine Tür. Eine vage Bitte, wie ich meine, doch ich werde ihr diesen letzten Wunsch erfüllen. Er greift sich an die Stirn und seufzt. Gehen wir. Ikera, the others will see to her once we've cleaned up the last of this mess. Ikera, die anderen werden sich um sie kümmern, sobald wir den Rest dieser Sauerei weggemacht haben. Tikeo sieht Mairos Leiche ein letztes Mal an, bevor er sich abwendet. Happily. Ja. Ich kann auch mit dir sprechen. The wheel. How it tugs at me. Ikera. And how bright you look. Das Rad, wie es an mir zerrt und zieht. Ikera, wie hell du aussiehst. Mairos Aufmerksamkeit richtet sich kurz auf einen entfernten Lichtfleck, aber sie besinnt sich gleich wieder auf den Moment. At least in death I can complete a thought. Wenigstens im Tod gelingt es mir, einen Gedanken zu beenden. Mit einem traurigen Lächeln sieht sie auf ihren rasch schwindenden Körper hinunter. My rod and the words of Pariki's devotion will open the way to the inner sanctum, past the sealed door. Mein Stab und die Worte von Perigis Hingabe werden den Weg in das innere Heiligtum öffnen, hinter der versiegelten Tür. Mario schließt die Augen und konzentriert sich. Pitied Isengarti, Lady of Lament. As the pearl orb of the heavens crosses her view, her eyes well with tears, as constant as rain. But the moon's skyward journey continues apace, the lover's affection as ephemeral as fingers touching. Erbarm sei mit Ingarti, Dame der Wehklage. Wer ist das?
Achso, auch immer noch Ingati. So wie die perlende Himmelskugel sich ihrer Sicht erschließt, füllen sich ihre Augen mit Tränen unaufhörlich wie Regen. Aber der Mond setzt seine Reise himmelwärts rasch fort. Die Gefühle der Liebenden so flüchtig wie die Berührung zweier Finger. Mayra öffnet wieder ihre Augen, sie nickt, als ihre Silhouette verschwimmt. You must strengthen the wards, no matter what it tells you. Du musst die Schutzzauber verstärken, egal was es dir erzählt. Was soll das denn bedeuten? Ihr Mund bewegt sich wieder, aber es gibt keine Töne von sich. Als sie vor deinen Augen verschwindet, hebt sie eine Hand und deutet zum Eingang des Heiligtums. Sie streckt ihre Hand nach Tekios Wangen aus, aber wie erwartet, gleitet sie einfach durch seine Haut. Er zittert von einer vorbeiwehenden Brise berührt. What? If you insist. Was ist mit der verweinenden Seele? Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Jetzt gucken wir mal, wo sich hier noch Nagas aufhalten könnten. Wenn dann hier unten in der Grotte wohl, hä? Und die Nagas haben ja bewiesen, dass sie nichts mehr so Gefährliches sind. Außer sie stellen böse Schreine auf. So, das heißt, wir machen mal die... Naga-Schamanin da weg, die sogar einen Namen hat. So, alle Nagas tot. Korallen-Nakerbogen. Reif des Intellekts. Stab des Tiefenjägers. Dieses bescheidene Stück Treibholz brummt vor Kraft und Wellen der Energie. Scheint mit dem unerbittlichen Druck der Gezeiten gegen seine Oberfläche zu brennen. Das Kupfer ist trotz seines Alters gut erhalten und zieht mit unsichtbarer Kraft wie Wasser an einer Wünschelrute. Ja. Reptilienaugen. Und hier sind sie wohl durchgekommen. Der Tunnel fällt steil zum wumpfigen Wasser hinab. Man kann nicht feststellen, wie weit er in den Berg hineinführt. Und da sind die Naga reingeschwommen. Ich habe den Stab des Tiefenjägers. Ja. Ich habe Gildenmeister Mayro gefunden. Sie wurde scheinbar schwer verletzt. Mayro ist tot, doch ihr Geist verweilt. Ich sollte mit ihr sprechen. Genau. Schaffe den Stab. Der Geist von Genmeister Mayro wies mich an, einen Stab zu suchen, der von den Nagel gestohlen wurde. Damit lässt sie die Steintür am Eingang zu diesem Heiligtum öffnen. Sie wünscht, dass ich eine Reihe von Schutzzaubern verstärke, obwohl es mir noch immer ein Rätsel ist, was sie überhaupt beschützen. Sie meinte, dass die Worte von Perikis Hingabe den Weg öffnen wurden. Der vollständige Text von Perikis Hingabe lautet wie folgt, das ist klar, kann ich hier oben nochmal vorlesen. Ja, ich habe den Stab des Tiefenjägers gefunden. Mayro, zufolge kann ich die Steintür in der Nähe des Eingangs zum Heiligtum öffnen und mich endlich um das kümmern, was hinter dem Beben und dem Angriff auf die Gilde steckt. Der vollständige Text von Perikis Hingabe lautet wie folgt. Erbarmen sei mit dem Gardi der Dame der Wehklage. So wie die Perlen der Himmelskugel sich ihrer Sicht erschließt, füllen sich ihre Augen mit Tränen, unaufhörlich wie Regen. Aber der Mond setzt seine Reise himmelwärts rasch fort, die Gefühle der Liebenden so flüchtig wie die Berührung zweier Finger. Gut, damit kann ich jetzt zur Tür zurück. Am Eingang des Heiligtums, hier zum Steintor. Und dort werde ich erstmal einen Cut machen. Nachtrag hinzugefügt. Die Bären werden immer stärker. Wenn tatsächlich etwas versucht, aus der Genruine zu entkommen, wie Mayro glaubt, dann wird es schon bald geschehen.
Deswegen kann ich hier halt nicht weg. Sondern muss das wohl an einem Rutsch erledigen. Aber ich kann speichern. EP 042. Und da sehen wir uns gleich wieder.